Wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Manu, Florian, wie war es aus eurer Sicht? Ja, absolut wichtig. Also das Spiel war relativ schwer. Wir sind schwer reingekommen. Die erste Viertelstunde, 20 Minuten war Waldorf klar besser. Wir waren irgendwie nervös. Man hat richtig gemerkt, dass wir einen Rucksack aufhaben. Aber mit dem ersten Treffer ist es uns dann besser gelungen, ins Spiel zu kommen. Haben dann leider in der zweiten Halbzeit durch den Standard den Ausgleich bekommen. Aber 3-4 Minuten mit einem Standard wieder geantwortet und in Führung gegangen. Das 3-1 nachgelegt, dann ein dummes 3-2 bekommen, kurz vor Schluss. Dann haben wir noch mal ein bisschen gezittert. Aber ich denke, wenn man die 90 Minuten anschaut, waren wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft und haben auch verdient den Dreier eingefahren. Es war überlebenswichtiger Dreier für uns. Jetzt haben wir die 40 Punkte erreicht. Jetzt hoffen wir, gut, es wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht reichen. Da müssen wir schon noch mal nachlegen. Aber auf jeden Fall, es war ein Riesenschritt, was wir gemacht haben, auch gerade gegen direkten Konkurrenten. Und jetzt müssen wir weitermachen. Zum Schluss wurde es ja noch irgendwie knapp. Wie kommt das, dass man in so einer Schlussphase, dass der Gegner Aufwind bekommt und ihr dann eigentlich fast von Glück reden könnt, dass ihr nicht den Ausgleich kassiert? Ja, das ist typisch SV Spielberg, muss man sagen. Also dieses Jahr, wir führen 3-1, 5 Minuten vor Schluss, haben alles im Griff eigentlich und machen uns Leben wieder selber schwer. Also man kann es nicht immer verstehen, dann wird es wieder hektisch und wenn wir ein bisschen Pech haben, kriegen wir auch noch das 3-3 in so einem wichtigen Spiel. Also da müssen wir gucken, dass wir das in Zukunft ein bisschen besser hinbekommen. Das erste Tor hat ja der Manuel geschossen. Es war diesmal, so wie ich es gesehen habe, kein Tigerschuss. Kannst du sagen, wie du es gemacht hast? Sah richtig gut aus. Ja, die haben ja durch eine Dreierkette aufgebaut. Zwei Innenverteidiger, Sechser hat sich fallen lassen. Der Sechser ist dann ins Mittelfeld gelaufen. Ich konnte abgrätschen. Den abgegrätschten Ball hatte Zimmers bekommen. Mir wieder in Lauf gespielt. Dann 1-1 gegen den letzten Spieler, habe den aussteigen lassen und dann war ich im 16er und habe rechts oben ins Eck geschlänzt, habe Glück gehabt, dass er noch abgefälscht war. Dann ist er am Torwart genau über die Finger. Ich weiß nicht, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre, ob er da noch dran gekommen wäre. Aber ja, schön, endlich mal wieder getroffen und wie gesagt, es war gut für unser Spiel, wichtig, dass wir ein bisschen Sicherheit bekommen haben. Florian, das wichtigste Tor vielleicht hast du heute geschossen, was so Tore schießt du ja auch nicht häufig. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, zu diesem Tor? Ja, es war mal wieder ein Standard, wie so oft. Ja, es war ein Freischuss vom Ricardo, Verlängerung, ich weiß gar nicht genau, ob es von uns einer war oder ein Gegner. Und am langen Pfosten bin ich relativ frei gestanden und konnte dann im Außenriss, wie ich es genau gemacht habe, kann ich es auch nicht sagen, aber Hauptsache er war drin. Für euch geht es mit dem Abstiegskampf weiter. Ich denke mal, alles steht im Zeichen des Abstiegskampfs. Könnt ihr da mehr dazu sagen? Ja, klar, also wie gesagt, die 40-Punkte-Marke haben wir jetzt geknackt, aber wieder Flosse schon gesagt hat, es wird nicht lang. Jetzt haben wir nächsten Samstag in Offenburg wieder einen direkten Konkurrenten, den wir auf Abstand halten können. Und da heißt es einfach wieder 90 Minuten Vollgas geben, kämpfen, fighten, den Abstiegskampf annehmen. Und wenn wir da punkten, bin ich mir sicher, dass wir da dann komplett auf dem richtigen Weg sind und die Klasse halten werden. Es wird mit Sicherheit nicht einfacher als heute. Offenburg ist ziemlich heimstark. Die haben daheim Pforzheim jetzt geschlagen, auch letzte Woche. Und von daher, wir brauchen nicht denken, dass wir da jetzt mit irgendeiner Larifari-Einstellung punkten können, weil da müssen wir genauso weitermachen wie heute und dann können wir auch dort was holen. Dann danke ich euch vielmals für das Interview und wünsche euch viel Erfolg. Danke. Dankeschön.